Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Update-Vorstellung für die Minecraft Pocket Edition, später Windows 10 Edition, weil es diesmal noch eine Alpha. Wir sind in der 0.17.0.1 auf Android momentan und wir wollen mal ganz kurz gucken, was denn so alles neu ist. Wir gehen erstmal unter Einstellungen, dort werden wir unter Grafik einen neuen Menüpunkt finden, denn erweiterte Grafikeinstellungen haben wir jetzt zum Beispiel die UI Profile. Dort können wir jetzt nicht nur Pocket Edition, sondern auch das klassische Windows 10 Edition auswählen und haben dann sozusagen wie auf dem PC das klassische Crafting. So, wir gehen mal ein neues Spiel, erstellen uns mal eine neue Welt. Explore something new. Gut, wir suchen jetzt mal was aus. Wie können wir auch wieder überleben? Kreativ, ganz normal geblieben. Schwierigkeitsgrad, Cheats. Machen wir mal ganz kurz an für die Übersicht. Weltentyp haben wir immer noch. Alt, unendlich und flach. So, Freunde, wir sind in der Welt angekommen. Es baut sich gerade alles ein bisschen auf. Und wir schauen ganz kurz mal ins Kreativinventar. Was denn da so alles Neues? So, wir wechseln einmal durch. Wir schauen. Wow, da haben wir ja schon das erste. Wir haben hier den Enderdrachenkopf. Und wir haben hier das Drachenei. Was haben wir noch? Wir haben einmal das Endkristall. Und wir haben hier vorne die Enderchest. So. Bevor wir in das End gehen, möchte ich erstmal alles nochmal ganz kurz zeigen. Wir fangen erstmal ganz kurz an mit der Ender Chest. Müssten ja einigen PC-Spielern bekannt sein. Wir haben hier eine Chest, dort eine Chest. Wenn wir uns auf den Boden setzen und hier rangehen und etwas übertransferieren, zack, wir packen hier was rüber und in der anderen Kiste haben wir das gleiche. Das ist sozusagen eine Kiste, die ihr überall aufstellen könnt und nur auf eurer ID funktioniert. Das heißt, wenn ein anderer Spieler hier rangeht, kann er das nicht rausnehmen, was ihr dort rein tut. Es ist sozusagen eure geheime Truhe und hat eine Portfunktion. Das heißt, du machst sie hier rein, hast sie hinten in deinem Haus aber auch. Und wir haben hier noch den Drachenkopf. Wenn wir den Drachen getötet haben, dann können wir ja, ihn zu Hause in die Wohnung stellen. Natürlich gibt es auch noch andere Dinge, die neu dazugekommen sind. Die können wir aber nur erlangen, wenn wir den Drachen einmal getötet haben und später halt nochmal ins End reingehen. So, Freunde, bevor wir euch euren Enderdrachen jetzt zeigen, möchte ich euch zeigen, was nämlich neu noch dazugekommen ist, denn die Elytra-Wings sind dazugekommen. Das zeige ich euch mal ganz kurz, wenn man die einsetzt. Wir gehen mal ganz kurz ins normale Inventar für Bekleidung und setzen mal kurz den Drachenkopf auf und wir können uns natürlich jetzt auch die Elytra anziehen, die jetzt bei uns auf dem Rücken ist. Nur den Drachenkopf sollten wir vielleicht mal absetzen, dann können wir ein bisschen mehr sehen. Moment, wir setzen ihn nochmal ganz kurz ab. So, und jetzt haben wir die Flügel auf dem Rücken und wenn wir jetzt zum Beispiel auf dem Touchpad sind, drücken wir einfach hier unten dreimal auf Springen, während wir nach vorne hüpfen. Ich mache das gerade mit dem Controller und passt mal ganz kurz auf. Wir können gleiten. Hui! Finde ich auf jeden Fall ziemlich geil, dass wir jetzt sozusagen nicht gerade fliegen können. Aber mit ein paar späteren Add-ons können wir das vielleicht sogar ändern. Und wir haben dann sozusagen Flügel und können dann noch ein bisschen durch die Gegend wackeln. Wir haben natürlich auch nebenbei noch neue Mobs bekommen. Zum Beispiel, wenn wir das zweite Mal das End besuchen, haben wir ja diese kleinen Kerlchen. Hallo? Hallo? Na? Na, mein Kleiner. Ja, komm raus. Er hat sich weggeporn. Okay, die können wir jetzt die ganze Zeit draufkloppen. Und jetzt ist er doch gestorben. Aber manchmal porten sie sich weg und ich finde die eigentlich ganz lustig. So, natürlich wollen wir auch nochmal zu Ender Pearl kommen. Die habe ich mir natürlich mit am meisten gewünscht. Wir können sie schmeißen und uns natürlich voran teleportieren. Die bekommen wir natürlich von den Endermen, wenn wir sie töten. Und wenn wir natürlich diese Ender Pearls mit fermentierten Spinnenaugen kreuzen, dann bekommen wir das Eye of Ender raus und ja, wie wir sehen, wenn wir einen werfen, zeigt es die ungefähre Richtung, wo das Endportal ist und das werden wir gleich mal suchen. Bevor ich eins vergesse, wir hatten ja vorher die Begrenzung, ich glaube von 144 Blöcken Höhe in der Begrenzung und wir sind jetzt auf 256 Blöcke Höhe können wir jetzt kommen. Was natürlich ziemlich enorm ist, weil die Bauhöhe dadurch ja nicht mehr so begrenzt ist und wir können ja so ziemlich hoch gehen. Und ich denke mal, die Bauwerke, die von euch dann gemacht werden, zum Beispiel vielleicht auf einen Realm, ein kleines bisschen Skywars oder natürlich
andere Dinge, die in der Höhe stattfinden, ist das, denke ich mal, ganz praktisch. So, Freunde, da sind wir schon. Wir haben, oh Gott, ich mach die mal ganz kurz weg. Wir sind am Portal angekommen und ich werde mal die Enderaugen einsetzen und mal schauen, ob sich das Portal für uns öffnet. Ja, springt erstmal in die Lava. Tada! So, jetzt gucken wir mal rein, was dann der Herr Drache zu sagen hat. So, wir sind in einer Box eingesperrt, die können uns erstmal frei buddeln. Meist nach oben und dort haben wir den Drachen und er hat einen ziemlich fetten Schatten. Normalerweise rennt er jetzt hier draußen rum, versucht den Enderman jetzt nicht ins Gesicht zu schauen und versucht diese Kristalle abzubauen. Moment. Ihr müsst die Kristalle abbauen, dass der Drache sich nicht mehr aufheilen kann. Ich hole mal ein Stück runter hier. Macht ihr normalerweise mit dem Bogen oder nehmt euch Treppen mit. So, wir cheaten uns aber jetzt erstmal hier durch, weil ich euch ja was präsentieren möchte. Wir machen die mal alle kaputt hier. Komm mal her. Du auch noch. So, nachdem wir alle zerstört haben, suchen wir erstmal ganz cool unseren lieben Drachen. Da unten ist er. Und komm mal her. Das ist mal am liebsten unten hin. Er sammelt sich ja hier vorne immer. Und dann geben wir mal ein bisschen Schmackes. Besiegt. Oben seht ihr das Drachenei, was natürlich, wenn ihr es angreift, sich wegteleportieren will. Aber wir schauen mal ganz kurz, was dann passiert, wenn wir jetzt zurück in unsere Welt wollen. So, uns hat es zurückteleportiert. Wir sind wieder da, wo wir vorher waren. Und natürlich können wir, also normalerweise kommst du in deinem Spawn-Punkt zurück. Also da, wo du dein Haus hast oder dein Bett gestellt hast oder natürlich da, wo du angefangen hast. Aber wir gucken noch mal rein. So, Freunde, wir sind jetzt in der zweiten Welt vom End gelangt. Und ihr seht schon, die sieht ein bisschen düster aus. Wir haben so ein kleines Portal genutzt. Und ja, wir haben hier eine eigenständige Welt, Freunde. Die kann man natürlich ein bisschen durchsuchen. Und wir müssen jetzt erstmal schauen, ob wir eine Burg finden. Ah, da oben. Da. Wir haben es gefunden. Moment, hier haben wir ein fliegendes Schiff vorne. Da ist der Kopf vom Enderdrachen dran. Und ihr seht schon, wir haben hier so einige kleine Säulen. Wir haben hier eine komplette neue Welt, die wir ein bisschen durchforsten können. Und wenn wir Glück haben, finden wir, ja, die Elytra. Da vorne ist sie. Hier hast du noch ein paar Gegenstände. Oh, was haben wir denn da? Moment. Ja, hier findest du schon noch richtig ein paar coole Items. Und ja, finde ich ganz cool, dass jetzt auch die Elytra sofort dabei ist. Ich hätte nicht gedacht, dass von der 0.16 zu 0.17 so ein Sprung drin ist. Und hier haben wir noch einen Dungeon. Den will ich euch aber nicht komplett zeigen, denn wir haben es eigentlich genug gezeigt. Ihr sollt noch eine kleine Überraschung haben für die 0.17. Wir sehen uns die Tage wieder. Macht's gut, haust rein, bis zum nächsten Mal. Ciao!